In London habe ich mit einer Maus zusammen gewohnt. Das ist jetzt keine schlechte Metapher für irgendwas anderes, sondern es war eine Maus unter der Spüle, die im Winter nie da war und im Sommer meine Müllsäcke angefressen hat. Ich habe es dem Vermieter gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich habe eine Maus in der Wohnung. Kannst du mal was da bitte dagegen machen? Und er sagte, nee, erst wenn eine Mehrheit der Bewohner des Hauses, es waren 7 Parteien, die Maus bei sich in der Wohnung hat, mache ich was dagegen. Jetzt wohne ich nicht mehr in London. Ich habe gedacht, ich bin die Maus los, bis vor 2 Wochen ein Gast hier im Stuck etwas bemerkte und ich bin mir sicher, dass das ein Teil der Maus ist, der mich weiter verfolgt. Und das Teil ist so groß, dass es mich auch überhaupt nicht wundert, dass es nachts in London immer so geraschelt hat, wenn sie dieses große Teil mit sich über den Boden der Wohnung schliff, hängen blieb und es wieder losbeißen musste. Zeig mal das Ding. Nee, das andere. Wonach sieht das wohl aus, ja? Das ist doch ein Penis in meinem Stuck. Da ist ein Penis in meinem Stuck. Und es ist nicht nur ein großer Penis. Wir haben hier 26 kleine Penisse im Stuck. Machen wir mal die ganze Runde hier. Gehen wir mal alle ab. Die ganze Stuck hier ist voll mit kleinen Penissen. Und das Beste ist, ja, mit detailgetreuem, was auch immer. Wie soll ich das denn dem Vermieter erklären, dass hier Penisse im Stuck sind und mir ist es bei der Wohnungsübergabe nicht aufgefallen? Ich muss es totschweigen.